Habt ihr sie vertrieben? Natürlich. Ja, wir können ungestört Spinnenlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht einst gepflanzt? Oh, nein, nicht hier. Es ist schon lange her. Sie sind auf einem anderen Friedhof, beim Familienzweig eurer Großtante. Warum sind wir hierher gefahren? Weit. Wir können weiter, wenn ihr bereit seid, mein Herr. Ja, ich würde nur gern mein Pferd holen. Yuriko, weißt du noch, ich war 5 oder 6. Ich hatte einen Albtraum von diesem Wald. Ein Kampf. Das war kein Albtraum. Das habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real? Da haben Männer geschrien. Unser Gefolge kehrte spät abends nach Hause zurück. Wir wurden von Ronin überfallen. Die Ronin waren wohl gefährlich. Die Samurai meines Vaters hatten Angst. Nicht vor den Ronin. Vor Kazumasa. Vor meinem Vater? Warum? Er und seine Samurai vertrieben die Ronin. Aber Kazumasa verfolgte sie zu Fuß. Man hörte ihre Schreie. Kurz vor Sonnenaufgang kehrte er zu uns zurück. Von oben bis unten voller Blut. Einige seiner Männer hielten ihn für einen Dämonen des Waldes. Erinnert ihr euch an diesen See? Wir haben hier oft meditiert. Wie ihr gezappelt habt. Ich sollte so tun, als wäre ich ein Stein. Dabei wollte ich nur schwimmen. Vom Ufer aus ist die Aussicht viel schöner. Kommt her, junger Meister. Meine Knochen brauchen eine Pause. Klingt so, als hätte der Vater Spaß gehabt. Oder er war angefressen. Eins von beiden. Dieses Mal müsst ihr mich vom Zappeln abhalten. Einige meiner schönsten Erinnerungen haben ihren Ursprung an diesem See. An ein herumzappelndes Kind? Eure Mutter und ich kamen hierher, als sie mit euch schwanger war. Wir sollten wieder weiter. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum, still zu sitzen. Wir können bald meditieren. Nach dem Krieg. Ja, junger Meister. So, da wollen wir mal ein bisschen Stoff geben hier. Der Friedhof ist nicht weit. Ohne volle Wassereimer erscheint er viel näher. Sie mögen Stein zerstören, doch das Andenken an diese Krieger löschen sie nicht aus. Bitte sammelt die Spinnenlilien. Ich kann nicht hinsehen. Ja, da haben die wohl den Friedhof geschändet. Aus, keine Ahnung, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Meine Tante Matsu würde bei diesem Anblick Tränen vergießen. Die meisten dieser Krieger fielen in der Yarikawa-Rebellion. Sie haben Besseres verdient. Diese Lümmel. Machen nur Stress und kaputt. Das sind alle, die ich finden konnte. Sie reichen aus für das Gift. Doch unser Ausflug soll noch nicht enden. Der Shimura-Friedhof ist nicht weit. Mit Aussicht auf den Wasserfall reiten wir, mein Herr.
Jo, das war ein bisschen schnell. Ach, Kasumasa. Ich genieße unsere gemeinsamen Ausritte. Sagtest du Kasumasa? Wirklich? Ihr reitet mit der Anmut eures Vaters. Bist du oft mit meinem Vater ausgeritten? Fürst Sakai hat mich das Reiten gelehrt. Na, wer weiß, was sie sonst Mongolen können. Voraus. Wartet, ich mische euch das neue Gift. Wie wirkt das Gift? Es ist schrecklich. Ruft Wahnsinn hervor. Sie werden wie Bestien aufeinander losgehen. Schön. Gut, dann los. Schnell. Das Gift ist fertig. Nehmt es. Ich bleibe hier. So, ich weiß, dass wir das Gift benutzen sollen. Frage ist nur, wo zuerst? Schön. Jetzt müssen wir die Dinger sammeln, um die Pfeile zu kriegen. Ups. Yeah!
Jo. Also, wir haben jetzt die neue Blasrohr kennengelernt. Gefällt mir. Wir wären diese Banditen losgeworden. Keine Banditen, Mongolen. Oh, von hier aus konnte ich sie nicht sehen. Nach all dem sorge ich mich um den Shimura-Friedhof, mein Herr. Kommt ihr mit mir nachsehen? Natürlich, Yuriko. Sehen wir nach. Als ob ich die alte Frau hier allein lasse. Mich gewundert, dass es so wenig war. Bist du müde, Yuriko? Nein, Fürst Sakai. Das ist der beste Tag seit unserem Nachmittag am Omi-See. Daran erinnere ich mich nicht. War ich mit dir dort? Ach, es ist so lange her. Ihr habt es sicher vergessen. Ich finde es interessant, wenn ich jetzt zweideutige Gedanken hätte, würde ich sagen, die Oma hat sich hier durch die gesamte Familie gefickt. Das ist halt eine Oma, ne? Die sieht das ein bisschen anders. Tut mir leid, wenn ich die Atmosphäre jetzt leicht verdorben habe. Ich wollte die Atmosphäre nicht zerstören. Entschuldigung. Wisst ihr noch, junger Meister? Wir haben den Shimura-Kriegern hier unseren Respekt erwiesen und dann den ganzen Nachmittag Gedichte geschrieben. Ich erinnere mich, Yuriko. Schreiben wir jetzt eins. Unbewegter Berg. Endlos fließendes Wasser. Leben blüht und welkt. Weise Worte, mein Herr. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Die Größten von uns werden am Ende fallen. Wir sollten zurück nach Omi. Ich bleibe noch etwas. Ich werde nicht widersprechen. Gut. Ihr habt heute etwas gelernt. Kazumasa meinte immer, Fürst Shimura wäre zu sehr um diese Burg besorgt. Die stärkste Position auf der Insel. Für ihn bedeutete Stärke immer das Große, das Unumstößliche, wie ein Berg. Das war nicht dumm. Zweifel und Unentschlossenheit haben ganze Armeen zerstört. Inmitten der Schlacht bleiben gute Anführer stets geerdet und standhaft. Betrachtet diesen Wasserfall. All diese massiven Felsen beugen sich dem Wasser. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Ich möchte noch einen weiteren Ort besuchen, mein Herr. Wenn ihr bereit seid. Ja, sehr gut, Mutti.
Fürst Sakai. Verzeiht mir. Der kalte Wind setzt mir sehr zu. Yuriko, du wirst krank. Ach, Unsinn. Ich bringe dich nach Akashima. Dort sind Heiler. Wir müssen einen besonderen Ort besuchen. Welchen? Es ist nicht weit. Danach, verspreche ich, komme ich mit zu euren Heilern. Gut. Das Aber wenn es dir schlechter geht, gehen wir direkt nach Akashima. Natürlich, mein Herr. Immer so streng. Ich bin mal gespannt, aber ich denke, die lässt ihr Leben. Wo ist nun dieser besondere Ort? Habt Geduld. Du verrätst es nicht? Das ist nicht nötig. Reite voran. Mal sehen, ob ihr mithalten könnt. Vorsichtig, Yuriko. Ich will doch mal alles geben. Ich habe da eine ganz komische Befürchtung. Fällt mir nicht. Wisst ihr, wo wir sind? Es gibt hier einen Onsen in der Nähe, oder? Da ist es. Sollen wir es uns näher ansehen? Ist es nicht wunderschön? Sehr schön. Warum sind wir hier? Seid ihr verärgert? Ich hoffe, es war nicht falsch, hierher zu kommen. Ich verstehe nicht. Es schmerzt mich, euch so voller Trauer zu sehen, wegen Fürstin Sakai und dem Kleinen. Yuriko, was ist mit dir? Es ist nichts. Ein kleiner Schwächeanfall. Wann hast du zuletzt gegessen? Gestern, glaube ich. Warte hier. Ich werde uns etwas suchen. Ich bin doch kein Kind. Bitte, Yuriko, ruh dich einen Moment aus. Wie ihr wünscht. Und weil er mich so lieb bittet. Ich bin bald zurück. Vielleicht ist Wild in der Nähe. Ich glaube, wenn wir was zu essen besorgen. Ein Keiler. Den bringe ich Yuriko.
damit sie ein wenig isst. Yuriko, du machst mir schon Sorgen. Ich glaube nämlich nicht, dass die... noch lebt. Ist aber schön, dass wir viele Raubtierfälle gerade gefunden haben. Da kann ich bestimmt noch ein paar Verbesserungen rausbauen. Oder machen lassen. Yuriko! Yuriko! Ihr Pferd ist nicht hier. Sie ist weggeritten. Hier lang geritten. Ich glaube, die ist zum Sterben irgendwo hingeritten. Ich weiß es nicht, aber das hat irgendwie alles in mir sagt, dass die sich jetzt verabschiedet. Pulver, Kräuter. Sie ist hier lang. Yurikos Pferd. Sie kann nicht weit sein. Also wenn ich mir so angucke, was... Ich hätte gedacht, die liegt jetzt da mit den Kräutern und allem drum und dran. Das sieht nach einer Ruhestätte aus, doch. Die hat schon so Anzeichen, nicht, also nicht nur so Anzeichen gemacht, sondern es wäre typisch. Och nee. Yuriko! Mein Herr. Yuriko, bist du verletzt? Nein. Ich habe mich nur verirrt. Wo wolltest du hin? Ich sah meine Mutter. Sie winkte, aber sie ging weiter. Ich musste sie einholen. Ich bringe dich heim. Nein. Meine Mutter. Ich muss ein Opfer darbringen. Musst du nicht. Bitte. Für all die Male, die ich eure Wünsche befolgt habe. Kommt mit mir. Ich muss meiner Mutter Respekt erweisen. Na gut. Überanstreng dich nicht. Hab Dank. Ich habe trotzdem das Gefühl, also das überrascht mich jetzt. Ich hätte eher gedacht, die wäre jetzt hier gestorben oder so. Aber meine Mutter ging oft mit mir in diesen Hügeln spazieren und lehrte mich über die Pflanzen. Vielleicht sahst du sie deshalb.
Oh, Schildkrötenfels. Gehen wir jetzt den Muten Roshi besuchen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie hier bleibt. Die Aussicht ist echt geil. Oh, Kazumasa. Die Nacht, als ihr mir den kleinen Djinn brachtet. Als er so krank war, nach all der Zeit allein im Wald. Und wir hatten schon Fürstin Sakai verloren. Kazumasa, hört ihr mir zu? Ich höre zu. Ich gab ihm das Heilmittel meiner Mutter zu trinken. Wir saßen an seiner Seite die ganze Nacht. Ihr hieltet meine Hand. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ich erinnere mich. Jene Nacht hatte ich solche Angst. Ich war so traurig wegen Djinn. Aber ich war so glücklich. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Nein. Als es ihm besser ging, als ihr mich lehrte zu reiten, an dem Tag ritten wir zum Onsen. Dieser Sonnenuntergang, rot und voll. Das war was? Der beste Tag meines Lebens. Es ist dunkel, Kazumasa. Sagt mir, was ihr seht. Das ist der Tempel von Kushi. Man kann die Pagode sehen. Ich bete dort jedes Neujahr für euch und für den kleinen Djinn. Und für meine Familie. Djinn hat Glück, dass du so gut für ihn sorgst. Ich kann bis nach Yarikawa sehen. Ich erinnere mich an den Krieg. Eine Tragödie für alle Clans. Dort sind noch gute Leute. Burg Kaneda. Ich wünschte, ihr wärt nicht so oft dort. Warum sagst du das? Ihr habt so viele Pflichten zu erfüllen. Ich bin dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Doch sie ist nie genug. Nun sag mir, was du siehst. Die sieht gar nichts mehr. Yuriko. Ruhe jetzt, Yuriko. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Die Mächtigen fallen letztendlich und sind nicht mehr als Staub im Wind. Tja, das habe ich mir schon gedacht. Schade. Doch wirklich schade.
Ach ja. Ja, weiß nicht, ist nicht so meins. Talisman des Wohlseins, mehr Gesundheit, mittlere Erholung des Nahkampfschadens, Erhöhung, Pfeilschadens. Ja, das macht Sinn. Ja, warum nicht? Ich bin eigentlich relativ glücklich mit meinen Werten. Ich habe es mir aber schon fast gedacht. Schon mal ein paar Updates. Und dann mal schauen. Okay, das Licht sieht echt cool aus hier. Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Eine gute Schmiedin ist unersetzlich. Makellose Präzision und Reichweite. Momentan ist euer Bogen so gut, wie mein Handwerk es vermag. Dankeschön. Das ist ein gutes Handwerk. Ach ja. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Es wird euch gefallen. Wir sehen uns wieder. Euer Schwert wird uns beschützen. Gut. Mein Schwert wird dich beschützen und du schärfst mein Schwert. Das ist doch gut. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Damit seid ihr sicher. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Mit Stolz helfe ich einem wahren Krieger. Fallensteller und Geschenkealtar. Ich will doch eigentlich... Bei den Unterweisungen der Mönche? Ja. Sind hier war ich schon. Sonst sagt Bescheid. Ich sage es euch. Sag mal, bin ich blöd? Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Du hast eben gesagt, dass du es nicht mehr kannst. Weiß ich nur. Der Schwertdenkmäler zerstört haben. Niemand würde es wagen, Denkmäler an Christen zu. Da reise ich einfach zum Lagerfeuer. Ich habe so das Gefühl, da finde ich den Fall ist wesentlich einfacher zu finden. Sie heulten wie Wahnsinnige, töteten jeden, der ihnen den Weg stand und setzten alles in Brand. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten?
nur für euch. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Gut, ja, aber damit beende ich den Part. War, ja, so ist das. Macht's gut, Leute, ne? Tschüss.